Hallo Zora, schön, dass ihr da seid. Wir zeigen euch heute wieder ein paar Tiere von uns und vorstellen werden die meine Kollegen. Hallo, ich bin der Pascal, ich bin Tierpfleger im Tierheim in Heinsberg und die Tilda ist eine illegale Einfuhr gewesen, das heißt, sie ist inoffiziell über die Landesgrenze geschafft worden, ist dann von den Behörden beschlagnahmt worden und ist dann bei uns in Tollwut-Quarantäne gekommen. Die Tilda ist knapp 5 Monate alt und die Tollwut-Quarantäne ist mittlerweile vorbei, deswegen suchen wir jetzt für sie ein neues Zuhause. Wir suchen da halt Leute, die sich mit der Rasse auskennen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Kinder sollten etwas größer sein, sollten nicht allzu jung sein, weil die kleine Dame hat Pfeffer im Arsch und ist beim Spielen manchmal sehr rabiat. Wenn Interesse an der Tilda besteht und Sie ihr gerne ein neues Zuhause bieten wollen, dann können Sie sich gerne im Tierheim in Heinsberg melden. Neben mir sitzt der Pascal nochmal. Wir hatten auch einen ganz besonderen Vogel auf dem Schoß, der aber nicht zum Vermitteln ist und er möchte auch weiter was erzählen. Ja, das ist eine Luzerner Ziertaube, ist mal ein wirklich außergewöhnlicher Gast, den wir hier haben. Sie ist sehr außergewöhnlich, hat eine schöne Haube hier oben und auch wenn man sich mal die Krallen anguckt, die sind auch sehr außergewöhnlich. Wir gehen davon aus, dass es eine Brieftaube ist, da sie beringt ist. Sie wurde gefunden, weil sie sehr erschöpft gewesen ist. Wir peppeln sie jetzt ein bisschen auf und dann wird sie natürlich wieder nach Hause kommen dürfen.